So Leute, jetzt wirklich das letzte Mal. Ja, wunderschönen guten Morgen aus dem feinsten polnischen Osten. Ne, polnische Ostsee. Aus der Pfalz, aus der feinsten polnischen Ostsee. Ja, es hat geregnet, Leute. Heute, wie schon gesagt, leider letzter Tag. Aufstehen, letztes Mal frühstücken, letztes Mal Mittagessen hier. Und dann Abfahrt nach Deutschland wieder zum Osten. Gut, auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns dann. Bis gleich und ja, Leute. So Leute, das letzte Mal Gym. Ja, tut sehr weh, aber naja Leute. Gleich auslaufen und danach dann Koffer langsam packen und dann 12 oder 13, nee, 13 Uhr ist Abfahrt. Jo. So Leute, Taschen gepackt. Ein letzter Blick raus, bevor es nach Hause geht. Nach Deutschland. Wetter will uns auch nicht hier loswerden, darum ist es halt so scheiße, ne? Ja gut, Leute. Ansonsten, wir sehen uns dann gleich in Deutschland oder auf dem Weg nach Deutschland. So Leute, regnerisch. Wir müssen jetzt selbstverständlich hier unten bleiben. Hier tropft es wahrscheinlich die nächsten Pilze hier runter, aber naja, muss eben hier überleben. Hier gibt es auch leider keinen Mülleimer, es ist wirklich ziemlich versifft hier. Wenn man es hier sieht, Alkoholflaschen und so, einfach noch berstig, aber die wirklich, da müssen wir ja echt mal ein paar Mülleimer hier hinpacken, damit sich die Obdachlosen mal hier Dinger hier reinstecken können. Das ist wirklich ziemlich eklig. So, jetzt müssen wir hier 30 Minuten hier warten in diesem versifften Regen und das ist immer ekelhaft. Und ich werde nass. Ja, naja, wir sehen uns dann bis gleich. Jo Leute, also wegen Dings jetzt hier, wegen dem Video, es tut mir wirklich leid, aber ich habe gerade gemerkt, dass es keine 20 Minuten sind, sondern einfach 5 bis 6 Minuten. Es tut mir wirklich so leid, dass es wieder so lang, nicht so langer Vlog ist. Ich weiß nicht, ob ich das versprochen habe, wenn ja, dann tut es auf jeden Fall ziemlich leid, aber was soll ich machen? Ich habe nicht so viel Videomaterial, ich habe einfach nicht so viel gefilmt, ich konnte nicht so viel filmen, weil wir waren so viele Menschen drumherum und ich wollte nicht alle filmen. Das ist ziemlich schwierig heute gewesen. Ja, also wie schon gesagt, Leute, ja, geht es eben jetzt nicht anders. Tut mir wirklich leid, Leute. Ansonsten, ja, Leute, bis gleich. So, Leute, ich bin endlich wieder zu Hause. Puh, das ist wirklich die Fahrt, die war crazy, man. Afrikanische crazy, crazy Fahrt. Ah, Mann, ja, das wird zu lange, die Geschichte. Also, das in Berlin mit der S-Bahn und so, das war geil. Und das mit der ICE und so, war sehr entspannt, aber fast niemand, ja, gutes WLAN und so, bla bla. Jetzt habe ich endlich auch wieder gutes Internet, endlich wieder meine 100K-Leitung und ja, dann nochmal schnell Sachen auspacken, in die Wäsche, bla bla bla, frisch machen, duschen, Zähne putzen, Vlog schneiden und dann hochladen und dann schaue ich mir alles entspannt dann an. Das ist ja innerhalb von 5 Minuten oder so hochgeladen oder ein paar Sekunden, geht ja hier relativ schnell. Gut, Leute. Hier schon angenehmes Klima hier gerade wieder, endlich. Und ja Leute, ansonsten, wir sehen uns dann. Das war auf jeden Fall der letzte Vlog. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist auf jeden Fall jetzt auch sehr wichtig, Leute, merkt euch das. Ich werde jetzt erstmal keine Livestreams machen, sondern erstmal Ruhe. Wisst ihr, weil morgen und übermorgen muss ich mich erstmal ein bisschen breit machen und so, breit machen für die Ausbildung, dann lernen und so wahrscheinlich dann auch. Mich einfinden, eine Routine einfinden machen, wie man das sagen möchte. Dann, wenn ich halt die Routine einigermaßen so da drin bin und dann halt schon in der Routine drinne bin und dann halt mit allem soweit klarkomme, mit Lernen und so weiter, dann würde ich auf jeden Fall dann auch wieder Livestreams machen und ja, also jetzt Leute,
Das war es ungefähr, was ich sagen wollte. Und ja, es ist komisch, irgendwie wieder hier zu sein im Osten. Und ja, wird bestimmt komisch sein, aber naja, so ist es eben. Und ja, ansonsten, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal irgendwann halt wieder. Ja, wie schon gesagt, also ich bin auf jeden Fall dann. Es wird fertig, fest, denke ich mal, jetzt nicht weiter was sagen soll. Und jetzt helfe ich erst meine Mutti beim Sachen auspacken und ansonsten, das war's, denke ich mal. Gut, wie schon gesagt, Leute, wir können immer noch, ich bin sowieso immer noch aktiv auf Instagram und so. Ich werde das aber bestimmt zu 100% zwischendurch immer livestreamen. Und ansonsten, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal irgendwann. Haut rein, Leute. Ciao.